Es werde Licht. Die kleine Gemeinde Löwenstedt in Schleswig-Holstein kann per Handy-App erleuchtet werden. Einmal tippen, schon verwandelt sich die dunkle Gasse in einen sicheren Heimweg. Knob heißt die App, plattdeutsch für Knopf. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall viel sicherer als früher. Wenn ich jetzt mal spät nachts nach Hause gehe, dann kann ich mir einfach Licht anmachen und finde immer meinen Weg nach Hause. Ich finde, gerade wenn man auf einer Party war und man kommt nachts vielleicht nicht ganz nüchtern nach Hause, dann ist es schon gut, wenn man ein bisschen Licht hat. Genauer gesagt 12 Minuten, so lange lassen sich die Laternen einschalten und er hat die App erfunden. Simon Hansen, der Informatiker, wollte sich eigentlich nur seine Deckenlampe auftunen. Dann bin ich hier aber nachts im Dunkeln ohne Straßenlaternen nach Hause gelaufen und am nächsten Morgen habe ich die beiden Sachen miteinander verbunden und dachte, warum nur die Deckenlampe, man kann ja auch die Straßenlaternen steuern. Das können jetzt 655 Einwohner in Löwenstedt selbst machen. Für sie ist die App kostenlos. Licht nur dann, wenn es benötigt wird. Das gefällt auch der Gemeinde. Wir haben jetzt auch noch immer die Straßenbeleuchtung angeschaltet bis nachts um 1. Das werden wir in Zukunft ein bisschen kürzen, bis um 24 Uhr. Und morgens vielleicht auch ein bisschen länger rauszögern. Und so können wir die Kosten schon mal einsparen und noch ein bisschen was bei über haben. In überschaubarem Maße eine Stunde weniger Licht pro Tag entspricht einer Stromersparnis von etwa 1500 Kilowatt pro Jahr, also einem Zwei-Personen-Haushalt. Viel wichtiger ist ohnehin, dass in Zukunft kein Löwenstädter mehr im Dunkeln steht.